Mein kleines Fazit zu GardenCon 2021, meine Beet- und Gartenplanung und interaktives Gärtnern mit euch. Ihr bestimmt meinen Garten, wie er gestaltet wird und natürlich auch bepflanzt wird. Viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, vor kurzem war ich auf der GardenCon, der Garden Convention von Kiepenkerl, Floragard und Sperli. Die drei Firmen haben die zusammen veranstaltet. Und zwar kamen da Garten-YouTuber, Gartenblogger und alle Garten-Influencer zusammen, sowie auch die Blogbetreiber und so weiter. Und wir hatten einen wunderschönen Tag. Und auf so Gartentreffen, da nimmt man immer eins am meisten mit: Inspiration. Ja, und da ich einen neuen Garten habe und sehr viel Inspiration gebrauchen kann, habe ich mir die natürlich auch geholt von vielen netten Leuten auf der GardenCon und habe mir einfach auch im Park der Gärten, wo das Ganze stattgefunden hat, viel abgeschaut für meinen neuen Garten. Und da möchte ich euch jetzt heute in dem Video noch ein bisschen mehr zu erzählen zu der Gartenplanung, Beetplanung, Gartengestaltung, wie man das Ganze auch nennen möchte, und ihr bestimmt da in diesem Video mit. Bisher ist dieses Gelände ja wirklich einfach nur eine leere Wiese, wo noch nicht wirklich viel passiert ist. Das soll sich aber spätestens an unserem Umbautag ändern, wo wir hier diesen Garten einrichten. Das heißt, wir holen unsere ganzen alten Sachen rüber, das alte Gewächshaus, Folientunnel, Obstbäume, und wir werden unseren Garten einrichten. Ich bin so ein bisschen weg von diesem klassischen Gemüseackerstil gegangen, denn ich möchte ein bisschen mehr Richtung Bauerngarten, Ziergarten, Nutzgarten und möchte das alles so ein bisschen kombinieren. Das heißt, ich möchte nicht nur noch einen reinen Gemüseacker haben. Das war bei meinem alten Garten, fast 80% des Gartens war Gemüsebeet. Und da möchte ich jetzt ein bisschen umsteigen. Ich möchte eine Ecke mit Zierpflanzen, das heißt sowas wie Dahlien und sehr viel blütenreiche Pflanzen, die ich einfach in einer Ecke vom Garten haben möchte. Ich möchte aber auch eine eigene Streuobstwiese, das heißt ein eigenes Abteil für die Streuobstwiese anlegen. Und natürlich bräuchte aber auch eure Inspiration, und dazu kommen wir jetzt. Die grundsätzliche Planung bei mir steht: da soll das Glasgewächshaus hinkommen, der Folientunnel ungefähr da und hier ungefähr das Gemüsebeet. Aber ich möchte in diesem Video auch einen großen Aufruf an euch starten. Erste Frage an euch: was soll unbedingt in meinen Garten? Und da beziehe ich mich ganz speziell auf das Thema Pflanzen. Welche Pflanzen sollen hier dauerhaft in den Garten einziehen? Gerne mehrjährige Pflanzen. Alles unten in die Kommentare mit dem Stichwort 1. Was für Pflanzen sollen nächstes Jahr hier in meinen Garten einziehen oder auch langfristig? Gerne auch sowas wie Obstbäume, Stauden, Büsche, Hecke. Alles Mögliche, denn ich möchte wirklich, wie schon gerade gesagt, weg von diesem klassischen einfach Gemüseackerstil. Ich möchte bestimmte eingezäunte Bereiche haben, wo ich vielleicht auch mal so ein Nützlingsparadies mache. Und diese Inspiration habe ich mir auf der GardenCon geholt. In einer ganz bestimmten Situation: ich stand auf dem Aussichtsturm, habe nach unten geschaut, und die Story, die blende ich euch jetzt einmal hier ein. Dieses Bild, das ist auf der GardenCon entstanden von diesem Aussichtsturm, und da sieht man sehr viele Pflanzen, die ultra schön blühen. Das sieht sehr, sehr schön aus, und da möchte ich einfach auch so eine bestimmte Ecke hier im Garten in diesem Stil machen. Das zweite, was mir besonders wichtig ist, ist: wo bringen wir unsere ganzen Sachen unter? Wir haben Rasenmäher, Gartengeräte, wir wollen uns auch mal unterstellen, wenn es regnet. Das können wir natürlich alles im Gewächshaus machen, aber irgendwann sollen dann natürlich auch Pflanzen stehen. Und um unsere ganzen Sachen unterzubringen, brauche ich jetzt nochmal eure Inspiration. Ich habe schon viele Inspirationen bekommen, zum Beispiel einen Baucontainer, einen alten Wohnwagen, eine Gartenhütte, ganz klassisch. Aber vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen Tipp, dann schreibt das gerne mit dem Stichwort 2 unter das Video in die Kommentare. Wie kann ich ja meine Sachen hier lagern? Würde mich sehr darüber freuen. Aber ich lasse euch natürlich nicht nur bestimmen, was hier in den Garten gepflanzt wird, und ich lasse euch auch nicht nur bestimmen, was hier in den Garten gebaut wird zum Unterstellen und zum Lagern meiner Gartengeräte und dem Rasenmäher. Nein, ihr könnt das natürlich auch alles mitgestalten. Und zwar am 9. Oktober 2021, dort haben wir hier vor Ort bei meinem neuen Garten den Umbautag. Das heißt, im alten Garten wird alles abgebaut, hier alles aufgebaut, und dazu lade ich euch nochmal herzlich ein. Ihr müsst nicht viel machen, ihr zahlt keinen Eintritt, ihr werdet versorgt. Das ist einfach ein Treffen, wo wir uns hier treffen. Ihr müsst auch nicht unbedingt arbeiten. Ihr könnt auch einfach so vorbeischauen und zugucken, denn ich möchte auch euch mit einbeziehen in die Planung. Das heißt, ich habe bis zu dem Umbautag mein ungefähres Konzept stehen. Da sollen wir gleich den Gemüsegarten anlegen, da soll das Gewächshaus gleich hin. Aber wenn wir uns hier zusammensetzen und zum Beispiel sagen, das Gewächshaus, das passt doch viel besser dahin, dann machen wir das so. Und da bin ich an dem Tag auf jeden Fall total offen für. Wenn ihr sagt, das können wir doch viel besser so machen, dann besprechen wir das in der ganzen Runde hier mit allen den Leuten, die da sind, und werden den Garten so gemeinsam gestalten. Und das möchte ich mit diesem Video so ein bisschen einfach mal ankündigen. Das ist jetzt kein großes Gartenvideo hier heute, aber ich wünsche mir einfach, dass viele von euch vorbeikommen und wir diesen Garten gemeinsam anlegen. Das heißt,
Wir fräsen die Beete, die Gemüsebeete, wir bauen die Gewächshäuser auf, pflanzen Obstbäume, legen quasi die Streuobstwiese an, wir bauen die Hochbeete auf und befüllen die und wir können sogar im Oktober dann wahrscheinlich schon die ersten Sachen auch gleich pflanzen. Zum Beispiel, ich denke gerade an Knoblauch, aber auch viele weitere Kulturen, die Winterzwiebeln. Wir pflanzen ganz viele Blumenzwiebeln für die neue Saison, die man im Herbst schon stecken kann. Und all das möchte ich mit euch an diesem Tag machen. Wer wird sonst dabei sein? Jetzt haben sich schon ein paar Leute den Termin mal vorgemerkt. Arztgarten, Arthur wird auf jeden Fall dabei sein. Und auch die Jungs Leon und Daniel von Vegetable Soul, kennt ihr vielleicht von Instagram, die haben sich auch schon den Termin mal gemerkt. Vielleicht werden die auch an dem Tag vor Ort sein. Der Garten hat Potenzial, oder was denkst du? Wenn du genauso gespannt bist wie ich, wie das Ganze hier weitergeht, dann abonniere gerne Felix Hobbygarten kostenlos unter dem Video. Ich habe für dich in der Videobeschreibung auch nochmal einiges zusammengefasst, zum Beispiel zum Umbautag. Aber für dich und deinem Garten, da habe ich dir auch noch ein paar Empfehlungen da gelassen. Schau einfach mal in die Videobeschreibung. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten euch eine schöne Woche. Am Ende der Woche geht es weiter mit einem neuen Video. Effektive Mikroorganismen im Garten. Komplett neu für mich, aber wahrscheinlich nicht für dich. Deswegen werdet ihr da nicht viel von mir lernen, aber ihr solltet euch das auf jeden Fall trotzdem mal anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, bis dahin und ciao. Geil, ich freue mich auf meinen neuen Garten. Ich bin so gespannt, was hier passiert. Hier findest du jetzt noch ein weiteres Video von mir. Hier kannst du Felix Hobbygarten, also mich, kostenlos abonnieren. Und dann jetzt aber wirklich ciao.